Es ist soweit. Ich habe mich bis ins Finale gerockt und damit sage ich ein letztes Mal, seid gegrüßt, ihr Mammutrocker. Ihr habt geraten, was das Zeug hält, doch habt ihr auch wirklich alle Hinweise erkannt und richtig gedeutet? Zu Beginn habt ihr eine Landkarte gesehen. Weiter ging es mit einer Mammutfamilie und dann habe ich euch auch noch den roten Faden meines Lebens gezeigt. Doch trotz all dieser Hinweise denkt ihr, ich bin... Kunze? Magst du Rotsche? Ricci? Ob sich ein von euch geratener Name unter meinem Mammutkopf verbirgt? Ich genieße und schweige und denke lieber noch einmal zurück. Ich konnte so viele Erinnerungen aus den vergangenen 5 Epochenwochen sammeln. Eines fehlt mir noch, mein persönlicher Jackpot hier. Deswegen heißt es nun auf ein letztes Mal, auf in Richtung Pokal, auf ins Finale. Und heute überrasche ich euch, denn ich kann noch anders. Wow. Harte Sieg. Ist das ein Hettenkegel? Harte Sieg. Aber auch ein bisschen weich. Ja, oder? Im Kern, deep inside him. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hey, 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 was alles passiert. Komm, gib alles. Yes. And this one's for you. But you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both can live. So excuse me for getting, but the things I do, you see I've forgotten if they're put down in words how wonderful life is while you're in the world. In the world. In the world. Yeah! Wow! Bravo! Bravo! Yes! Yes! Dann macht das Party! Was für ein Auftakt! Das ist Teen Song, das Mammut, wow! Baschi,
Ich würde sagen, ich gebe dir den Vortritt. Du weißt, wie sich genau an dieser Stelle anfühlt. In so einem Kostüm so zu singen, ist fast unmöglich, oder? Ja, und dann noch im Finale. Unglaublich, liebes Mammut. Grosser Respekt. Ich liebe den Song. Wir alle lieben Elton John, oder? Er ist ein riesen Entertainer. Und ja, du hast uns alle weggeblasen mit der ersten Performance. Mein Gott. Ja. Luca. Ja, das ist finalwürdig. Ja. Hast du eine Ahnung, Baschi, wer das kennt bei deinen Stecken? Ja, ich sag ja, der macht uns ja irgendetwas vor. Ich glaube nicht, dass es so krass hart ist, wie seine Verkleidung ist. Und ich meine, das Indiz jetzt hier, das Performance-Indiz mit dem blüschigen Sofa. Es ja. Ist natürlich schon, stimmt. Aber es war auch Moulin Rouge, oder? Bisschen, war das auch sexy? Fandest du das ja, so? Rote Couch, was bedeutet natürlich die plüschige also, weißt du, wenn ich Moulin Rouge höre, ja. Dann kommst du mir in den Sinn und ich bin Mabu. Christoph, hast du mal schnell gesagt? Ja, bitte. Ja. Ich gehe mit dem Mabu. Ja. Nee, also natürlich, diese Kissen sind plüschig, eben, sind weich, sind kuschelig, oder? Genau wie das Mammut. Ja, aber diese rote Couch, der Sofa, der sagt vielleicht auch etwas anderes, oder? Kommt dir etwas im Sinne? Zum Sofa. Oder hast du die Indizien eben von letzter Woche wieder analysiert? Von Show Ace. Performance-Indiz. Nein, tatsächlich bin ich wirklich ein bisschen am Überlegen. Natürlich, aber es ist ja so eindeutig mit den Küssen, dass es bei Plüsch, dass wir wieder beim Ritchie wären. Ich fände das unglaublich schön. Und ich finde, er hat sich auch ein bisschen gesanglich natürlich jetzt völlig noch mal von einer anderen Seite gezeigt. Und einfach, ich glaube, einfach nochmal, weil das Mammut freien Lauf lassen und sagen, hey, ich kann hier einfach richtig geil singen. Und das hat er heute gemacht. Ja, aber keine Ahnung, wir haben ja auch noch den Kuhns, haben wir auch noch gehabt. Ja, weil wir haben eben die drei Indizien gesehen, auch diese Insel, Gran Canaria, sing mein Song, da könnte auch Kuhns, also Marco, dazu ja, passen, oder? Sporace war auch sing mein Song dabei. Ist auch noch dort. Haben wir dann auch noch einen neuen Namen? Aber ich bin eigentlich schon ein bisschen von der Grösse der Werner Günther, der Kugelstosser. Ja. Ich weiss nicht, wie gut er singen kann. So. Das weiss ich natürlich auch nicht. Ich habe zuerst noch ein bisschen umstudiert. Und die Familie, die Mammutfamilie, ganz viele Kinder. Ich habe Bericht gelesen. Ich habe jetzt auch kein passendes Indiz mehr dazu, aber es gibt die Gruppe, die heisst Volksrocks. Und dort war so ein Bericht, die mega family-mässig und Rampensäu. Und es könnte natürlich auch jemand von denen drunter stecken, aber ich weiß nicht genau, wie die singen. Oder es werden das Simon Lüthi. Ja. Aber der Gitarrist von Öschers die Dritte. Oh, der wäre auch ja. Oder der Sänger von Zürich West. Der Kuno. Ja, aber jetzt driften wir ab. Beim Finale sagen wir so viele neue Namen, oder? Hey, extrem viele neue Namen. Genau. Wollen wir mal versuchen zusammenzufassen? Also, wir haben gehört Kuno Lauer, wir haben gehört Öst die Dritten, den Simut, wir haben gehört Werner Günther, Marc Storace. Also eine ganze Schwette von Namen, die hier drin stecken könnten und die hier ums Finale singt, um den Titel. Liebes Mammut, wir wissen noch nicht, wie weit es kommt. Sie zuhause können das bestimmen. Wenn Sie wollen, dass Mammut den Thron erklimmt, dann gehen Sie online oder in der App abstimmen. Ein wirklich sensationeller Auftakt ist das gewesen. Mammut, danke! Danke! Hat Spaß gemacht für euch.